Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks dbp.dw. Die besten Podcasts der Welt. Willkommen beim Podcast von Rockstar TV mit Florian Petzold und Andreas Steinecke. Da 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 da. Hör auf! Warum? Ich kann so schön singen. Nein, wir haben jetzt vor kurzem in deinem Video auf Triberg reisen, dieses schöne Reel, haben wir beide zusammengesungen Ventilator von The Orsons. Ich glaube, das reicht für alle, für das ganze Leben. Meinst du? Ist das so? Ja. Meinst du wirklich, das reicht fürs ganze Leben? Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Also wir haben schon schöne Singstimmen und ich glaube, da kann man schon noch ein bisschen was rausholen, würde ich mal sagen. Achso, ja, wir gehen in die Schlagerecke, seitdem ich am Wochenende auf einer Schlagerparty war oder Malle-Party war. Ja, richtig, genau. Du bist jetzt ja quasi genau im Thema drin. Mhm. Und insofern würde ich sagen, passt das doch wie Arsch auf Eimer, sagt man. Klar, natürlich. Oder? Klar, klar. Klar, natürlich. Ne? Natürlich. Okay, bevor ich jetzt mit Ventilator anfange, wollte ich jetzt erstmal kurz hier intonieren, nämlich liebe Freunde der Dude und Geschmacks, heute ist wieder eine neue Folge von einem Podcast hier am Start und wir erzählen uns euch heute ein bisschen mit einem Gast natürlich über die Eurobike 2023, auf der wir letzte Woche gewesen sind. Wenn ihr diesen Podcast hört, dann ist die Eurobike schon wieder Geschichte und wir waren da. Ja, wir sind nach Frankfurt gefahren mit der Autos. Wir sind nach Frankfurt gefahren, genau, dieses Mal leider nicht mit Bus und Bahn. Das hat aus organisatorischen Gründen leider nicht geklappt, deshalb mussten wir mit dem Auto anreisen, haben aber dank der hervorragenden Organisation der Eurobike einen Presseausweis oder ja, Presseausweis und einen Presseparkplatz bekommen. Einen Presseparkplatz bekommen. Und dieser Presseparkplatz, der war echt gut, muss ich sagen, weil der war direkt auf dem Gelände, wobei man dann immer dazu sagen muss, ich finde, dieses Jahr haben wir die Dimensionen der Eurobike nochmal auf eine ganz andere Art und Weise irgendwie erlebt, als es letztes Jahr gewesen ist. Es war letztes Jahr natürlich dieselbe Location, Frankfurt, aber dieses Mal, finde ich, war die Latscherei irgendwie exorbitant. Ja, fand's ja. Ja, schon irgendwie. Also ich finde, also wenn ich meine Tracker anschaue, dann haben wir täglich irgendwie um die 10-12 Kilometer gelatscht. Ne? Also das war schon. Ja, ja. Aber erzähl das mal einen, irgendwie, der in der Gastronomie arbeitet, weil ich habe danach Klatsche gekriegt, ja, Florian, willst du mal in der Gastronomie arbeiten? Da laufen wir immer so viele Kilometer. Ja, Leute, alles richtig irgendwie, aber wir sind nicht in der Gastronomie. Genau. Wir sind nicht in der Gastronomie und wir wollen auch ehrlich gesagt nicht unbedingt in der Gastro arbeiten. Das, was wir da machen hier mit unserem Podcast, das ist schon gute Arbeit. Dafür bezahlt uns zwar leider keiner, aber wir haben trotzdem eine Menge Spaß. Und wir hatten auch eine Menge Spaß wieder in Frankfurt City, ne? Hatten wir in der City Spaß? Naja, also die Messe ist ja Frankfurt City. Ja, die ist in der Frankfurt City, richtig. Aber den Frankfurter Applaus, den haben wir nicht mitgemacht, zum Glück. Mhm. Der erste Tag irgendwie, wir sind leider durch mein Versäumnis, den Wecker vernünftig zu stellen, eine Stunde später erst angekommen. Und dann ging es auch schon los. Wir haben uns wie letztes Jahr auch von dem Leben Daniele und der kompletten Crew von Vitamin X. Entschuldigung, ich kriege das irgendwie sonst nicht anders raus. Ich muss das immer so aussprechen. Rumführen lassen. Wir waren bei verschiedenen Herstellern und auch Hersteller, die für Hersteller arbeiten. Also die machen
Inlagen für Schuhe, für eure Sportschuhe, Gravelbike-Schuhe oder auch Mountainbike-Schuhe. Die machen auch hier diese, wie ich sie immer gerne nenne, die Pampers, auch dafür die Inlagen und vor allen Dingen auch... nennen wir sie mal so, wie sie richtig im Fachjargon heißen, nämlich die Radhose-Pads. Ja, die meinen nicht die Radhosen, sondern die meinen die Pads. Ja, die Pads. Die machen die Pads und auch Materialien zum Beispiel für Handschuhe. Und ich muss dabei sagen, ich habe da einen Handschuh getragen. Alter, ich verstehe manche Firmen nicht irgendwie. Warum bringt ihr das Zeug so nicht einfach raus, wie die das einfach mal sagen? Irgendwie hat der war so atmungsaktiv auf der Handoberfläche und der fühlte sich an, also man hat den angezogen gehabt. Ey, den Handschuh hast du gar nicht gemerkt. Also der war, der ist so ultra leicht gewesen und dann unten auch noch gepolstert. Also Heidewitzka, Herr Kapitän. Ja, und von da und vorher waren wir noch bei Tosken, ne? Und Tosken, so wie uns das mitgeteilt worden ist, die wurden ja aufgekauft oder verkauft an einen amerikanischen Hersteller, soweit wie ich das mich noch dran erinnern kann. Wer Tosken nicht kennt, das waren die, diesen Sturzsensor, den du hinten an deinem Helm dran machen kannst, separat. Die haben das entwickelt hier in Deutschland und jetzt sind die bei einer größeren Firma mit dabei und die haben uns da auch ein sehr, sehr schönes Tool gezeigt gehabt. Das möchte ich am liebsten haben, wenn wir jetzt hier Gruppenausfahrten haben. Weil über die App kannst du dann, also ich sag jetzt mal so, wie Walkie-Talkie, die nennen das leider Party-Modus, aber Walkie-Talkie-mäßig halt mit deiner kompletten Gruppe arbeiten, sprechen halt. Oder zum Beispiel sehe ich da auch einen großen Sinn drin, diese Dinger zu benutzen, um als Mountainbike-Guide zum Beispiel zu benutzen, um zu sagen, pass auf Leute, wir fahren jetzt hier den Trail, was ja immer im Kreis vorbesprochen wird. Aber dann während der Fahrt gibt es ja manchmal irgendwelche leichte Veränderungen im Gelände und dann kann der Guide halt einfach durch das Mikrofon in dem Sinne, was du da an den Bändern von deinem Helm dran machst, kannst du dann halt mit der ganzen Gruppe quatschen und sagen, oh, Leute, Vorsicht, hier liegt ein umgefallener Baum, man kann rechts oder links oder der ist nicht so hoch, man kann darüber. Ja, also ich finde das sinnvoll, um Gottes Willen. Und das war halt so ein Produkt von Tosken. Und dann, wobei die Firma, die heißt nicht Tosken. Das Produkt heißt Tosken, ne? Das Produkt heißt Tosken und die Firma hieß, warte mal, die habe ich, das kann ich nachvollziehen. Moment, ich habe die Visitenkarte da. Das war Alec, war das? Alec, ja, ja. Alec, genau. Und die haben diesen Intercom da quasi vorgestellt und uns gezeigt. Und es war sehr sehr lustig, weil dann habe ich mit einem Mitarbeiter aus Wien gesprochen, weil dieser Intercom ist natürlich mit einem Telefon gekoppelt. Das heißt, du kannst auch natürlich da problemlos telefonieren. Und dann habe ich mit einem Mitarbeiter aus Wien gesprochen und der hat mir das dann nochmal so ein bisschen erklärt und so. Und am Ende des Tages ist es quasi nichts anderes als AirPods oder sonst irgendwelche oder Kopfhörer. Ja. Aber dadurch, dass sie halt direkt am Helm anliegen, also quasi am Helm an den Schlaufen da quasi festgemacht werden können und auch eine sehr gute Akustik haben, wie gesagt, bis 30 km/h soll das alles ganz vernünftig funktionieren. Hast du natürlich nicht die Problematik, dass du irgendwas im Ohr hast, sondern du hast es am Ohr und kannst natürlich dementsprechend auch noch so das mitkriegen, was draußen ist und verlierst die Dinge halt auch nicht. Ne? Das ist schon ziemlich ein cooles System und gerade so für Guides und sowas, für Group Rides ist das schon eine ziemlich coole Geschichte. Jo, so sehe ich das auch. Ja. Aber und da waren wir bei Dings, wir waren noch bei Camel. Und bei Camel Camelback haben wir nämlich eine neue Flasche gesehen aus Titan. Das fand ich ziemlich cool, muss ich sagen. Ja. So eine Trinkflasche aus Titan, die entsprechend halt nicht wie manch andere Plastikflaschen im Laufe ihres Lebens dann einfach irgendwie die Leute noch zusätzlich mit Mikroplastik versorgen, weil sich die Innenseiten der Flaschen irgendwann mal auflösen oder sowas oder sich mit dem Getränk verbinden oder was auch immer. Und bei Titan kann das halt nicht passieren. Fand ich echt schön. Ich hoffe mal, dass dieser technologische Approach auch dann irgendwann bei unseren lieben Freunden von Fitlock ankommt. Ich meine, die haben doch.
Meinst du, die haben schon? Ich bin mir ehrlich gesagt, ich habe auf dem Stand habe ich jetzt nichts gesehen, ehrlich gesagt, aber wir recherchieren das mal. Fitlock Titan. Nichtsdestotrotz hat uns der liebe Holger von Fitlock eine neue Flasche präsentiert, und zwar eine Flasche, die die Bauform der 450 Milliliter Flasche hat, aber breiter ist und dadurch 750 Milliliter fasst. Also eine coole Geschichte. Ja, das auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also klein und dick. Also so wie ich ungefähr. Nein, Quatsch. Nee, das. Also danke auch an Holger Fitlock. Danke für das kleine Present von dir an uns. Und wir werden sie natürlich wieder ausgiebig zum Trinken benutzen. Okay. Man muss jetzt zur absoluten Ehrenrettung von Fitlock und zu unserer, Unwissenheit, muss man dazu sagen, es gibt eine Titanflasche von Fitlock. Ja, nämlich, ja. Das ist die Twist X Kigo und die ist 600 Milliliter und ist aus Titan. So, okay, sehr schön, haben wir das auch geklärt. Und dann waren wir noch bei unseren lieben Freunden von BH. Ja. Da haben wir auch erstmal, das war so ein bisschen, BH war so ein bisschen unsere Base, da haben wir uns immer so gern ein bisschen aufgehalten und haben dann haben ein schönes Gespräch mit dem Julian gehabt und haben ein nettes Gespräch mit den ganzen anderen lieben, netten Kollegen dort, die wir natürlich mittlerweile auch ein bisschen... Ja, mit dem Flo natürlich. Mit dem Flo natürlich, mit dem Arne. Mit dem Arne. Arne hat mal wieder sein Bestes gegeben mit mir zusammen. Und zum Abend hin gab es ja auch nochmal dann eine Flasche. Aber wir müssen das ja wieder aufrollen. Also wir haben sie besucht, das war immer unsere Base, wo wir gerne vorbeigegangen sind. Und wir fühlen uns auch wohl, ne? Das können wir ja so sagen. Ja, das, ne? Und ist, nicht, das ist nicht gelogen. Das ist auch nicht gelogen, um Gottes Willen, nein. Wir haben dann auch die Chance gehabt, hinter verschlossenen Türen schon neue Bikes zu sehen. Und Heidewitzka, Herr Kapitän. Wir durften keine Fotos machen, wir dürfen auch nicht so wirklich ins Detail reingehen. Wir dürfen aber gar nichts sagen. Wir dürfen gar nichts sagen, außer Heidewitzka, Herr Kapitän. Das dürfen wir sagen. Erfreut euch darauf, was da demnächst noch kommen wird. Wir haben es gesehen und spektakulär, würde ich es mal behaupten. Heidewitzka, Herr Kapitän. Aber dann sind wir ja noch weiter rumgerannt und haben dann, wen haben wir denn noch? Achso, wir haben auch immer mal zwischendurch ein paar Leute getroffen, immer mal so Hallo gesagt irgendwo. Und das war immer auch sehr nett, kleine Gespräche geführt. Und das ist halt einfach eine sehr, sehr coole Veranstaltung auch an sich gewesen, halt einfach, ich würde mal sagen, irgendwie halt das etwas größere Klassentreffen zur Cycle World, obwohl die Cycle World ja viel, viel früher stattfindet, halt, aber da ist dann halt einfach im Nachhinein wirklich jeder, muss man wirklich dabei sagen. Also wir haben jetzt auch einen neuen Podcast-Gast, den wir nächste Woche im Podcast mit drin haben werden. Und da freut euch schon drauf. Das ist Firma SRAM oder wie manche auch sagen SRAM oder FUM oder SRAM oder SRAM. SRAM. Ne? SRAM kennt ich halt einfach vom Gitarrenspielen. Lass mal SRAM. Aber ich glaube, das ist nicht dasselbe. Und dann sind wir einfach mal rumgetingelt und wir hatten ja schon lange vor, mal mit jemandem einen Podcast aufzunehmen, ne, Andreas? Wir haben immer ganz viel vor mit ganz vielen Leuten. Aber mit einem bestimmten irgendwie halt, der ja mit Sven Hecker zusammen eine Firma gegründet hat. Richtig, ja, genau, und Skewbikes, wie ihr alle da draußen wisst. Ja. Und diesmal haben wir die Chance am Schopfe ergriffen, weil er quasi jetzt auch noch in einer zweiten Funktion quasi unterwegs war, nicht nur als Mitgründer von Skewbikes, die leider nicht auf der Eurobike gewesen sind, aber er ist in einer neuen Position, nämlich bei Alpine Stars gewesen. Jo, und macht er Marketing
für... Ja, er macht eher Vertrieb, Marketing, ja, macht er halt mit dabei halt so, ne, irgendwie für Deutschland. Pass auf. Lass uns das mal ganz, ganz genau machen. Wenn er uns zuhört, wird er bestimmt die Ohren spitzen. Er ist nämlich Cycling Sales Developer, so heißt es auf seiner... Ja. Auf Visitenkarte. Seiner Visitenkarte, genau. Und so viel Genauigkeit muss sein. Und wir sprechen natürlich über niemanden anderen als über Jovelin Pepay, den wir besucht haben bei Alpine Stars und der auch super spontan und das hat dieses Mal irgendwie auf der Eurobike auch echt gut geklappt, irgendwie mit diesen spontanen Meetings, gesagt hat, ja klar, ich habe Zeit. Und dann haben wir gesagt, ja, cool, wann denn? Ja, dann hat er gesagt, ja, so, kommt doch irgendwie in anderthalb Stunden vorbei. Und dann haben wir gesagt, ja, cool, machen wir, haben wir noch ein paar Termine. Und dann sind wir da irgendwie um eins aufgelaufen und haben da einen sehr netten, sehr kurzweiligen Podcast aufnehmen können. Und vor allen Dingen auch unheimlich nett, natürlich, klar, wurden uns Getränke gereicht. Wir waren in einem kleinen Räumlein, wo Gespräche geführt werden, halt vielleicht mit auch mit potenziellen Kunden halt. Und ich muss wirklich sagen, dein Mikrofon hat gute Arbeit geleistet, ne? Also wir dachten ja vorher irgendwie so, na, bisschen leise die Aufnahme und ich habe sie ja jetzt schon fertig, ne? Und jetzt füge ich das hier gleich, was wir jetzt hier gerade noch quatschen, zusammen und fertig. Aber wollen wir sie noch lange auf die Folter genau, jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Wollen wir den Spannungsbogen noch weiter aufbauen oder sollen wir jetzt den Podcast mit Jovi starten? Nein, wir wollen, jetzt fange ich auch schon an mit dieser Stotterei. Nein, hört einfach jetzt unserem Podcast zu, den wir mit Jovelin aufgenommen haben oder Jovi, wie wir ihn nennen dürfen. Genau. Und hab viel Spaß daran. Das ist jetzt, ich glaube, eine halbe Stunde haben wir mit ihm gesprochen. Ne? Ja, gute halbe Stunde mit ihm. Und ja, das Mikro hat gute Arbeit geleistet. Ich hatte echt Bedenken, dass das alles ein bisschen zu leise ist. Der Peak war so ein bisschen unterdurchschnittlich. Aber es hat funktioniert. Insofern wünschen wir euch jetzt viel Spaß. Und wir melden uns gleich wieder. So, ja? Reinhören. Bis später. Ciao. Bis später. Herzlich willkommen. Wir sitzen hier mit dem lieben Jovelin von Alpine Star in einem tollen kleinen Booth auf der Eurobike 2023. Und der Jovelin war so freundlich und nett und hat sich dazu bereit erklärt mit uns, wie auch immer, wie lange wir sprechen, wie lange haben wir Zeit zu sprechen? Also schauen wir mal, ne? Sehr gut, sehr gut. Das ist genau die richtige Einstellung. Ja, der Florian und ich, wir sitzen jetzt hier, wie gesagt, auf der Eurobike. Hallo erstmal auch von mir. Genau, hallo erstmal. Wir sind ein bisschen aufgeregt, weil so einen richtigen Podcast hier auf der Eurobike haben wir letztes Jahr schon gemacht. Aber dieses Jahr ist es so ein bisschen vom Setting her ein bisschen anders. Und wir sitzen jetzt hier auch in einem Booth. Wir sind nicht draußen wie gestern. Letztes Jahr, da hatten wir mit dem Max von SRAM. Ja, wie gesagt, wir sind jetzt hier spontan mit dem Jovelin von Alpine Star. Und Jovi hat einfach gesagt, ja komm, 13 Uhr, genau. Wir machen da mal eben kurz was. Deswegen erstmal, hallo Jovi. Ja, erstmal hallo und schön, dass ihr da seid. Ich habe noch nie einen Podcast mit euch aufgenommen, beziehungsweise ich habe noch niemals überhaupt einen Podcast aufgenommen. Das also, ist so schön. Ich bin richtig nervös. Ja, irgendwann Nein. ist immer das erste Mal. Schön, dass ihr da seid. Nein, ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass wir das machen heute. Vielleicht ist es dann nochmal umso besser. Da hast du keine Vorbereitungszeit. Das ist komplett... Eben. Nackt ins kalte Wasser geschmissen. Genau, also wir sind ja die Menschen, die gerne sehr spontan sind. Ne? Und dass das jetzt so spontan geklappt hat, ist mega gut. Weil sonst wären wir wahrscheinlich aus der Eurobike ohne Podcast rausgelaufen. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ne? Also wir machen auch so ein paar O-Töne wahrscheinlich jetzt, nehmen wir noch die Tage auf. Wir sind auf dieses Mal zwei Tage da. Und ich filme gerade übrigens auch mit meiner GoPro und da wird es wahrscheinlich so einen kleinen Videoteaser geben. Es ist großartig, also es ist wirklich großartig. Aber das Coole ist, den Jovi kenne ich, darf ich dich Jovi nennen? Ja, klar, Logo. Sehr gut. Den Jovi, den kenne ich schon von ein paar Jahren, da hatten wir mal was zu tun. Da warst du nämlich noch bei Santa Cruz. Genau. Ne? Und da hatten wir so ein paar Mal hin und her geschrieben und wollten das eine oder andere irgendwie businessmäßig machen. Hat dann leider nicht geklappt. Und dann hast du irgendwann bei Santa Cruz aufgehört. Genau. Und dann bist du sozusagen aus meinem Fokus so ein bisschen verschwunden, ne? Und dann bist du irgendwann wieder aufgetaucht, nämlich bei unserem lieben Freund, dem Sven, genau. Bei Skio Bikes, ne? Genau.
Und da, also, bist du ja Mitinhaber. Genau, ich bin Mitinhaber von Skewbikes. Und Skewbikes läuft auch ganz normal weiter in Hamburg. Haben wir unsere Leute sitzen, Sven sitzt ja auch in Hamburg. Und Skewbikes ist sozusagen die eine Seite meines Lebens, ja, was meine Arbeitssachen angeht. Und Alpine Stars ist die andere Seite. Und bei Alpine Stars bin ich zuständig für den europäischen Vertrieb, also für den EMEA-Market, ja, und für den Fahrradbereich. Also Alpine Stars macht natürlich noch viel mehr. Also ist ja vor allem auch bekannt über die ganzen Moto-Geschichten, Motocross und Formel 1 und so dieses kleine A mit dem Sternchen dran, das ist auch noch sehr, 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 sehr weit verbreitet. Mhm. Und ja, jetzt habe dieses Projekt Alpine Stars ist eine super, super interessante Herausforderung, weil dann doch sehr, sehr viel gemacht wurde und sehr, sehr viel verändert wurde und sehr, sehr viel kommen wird für 24. Also wird es viele wilde Sachen geben. Meine ganz, ganz andere Frage. Wie bist du überhaupt in diese Fahrradbranche für diesen Vertrieb reingerutscht? Oh Gott. Ich sage, also als allererstes, wenn Kinder zuhören sollten, ja, hört weg. Lernt was Richtiges. Ja. Also sonst ermutigen wir euch ja da draußen, macht eine Lehre, macht den Zweirad-Mechatroniker. Und jetzt kommt Joey. Um Gottes Willen. Ich bin jetzt 49 und ich bin auf meinem ersten Mountainbike gesessen. Es war kein Furz, falls es einer gehört haben sollte. Es Nein, war eine Dose Cola. Ich habe sie versucht, leise aufzumachen. Wahrscheinlich hättest du nichts gesagt. Geil. Das war kein Furz, das war eine Dose, die geöffnet worden ist. Mein erstes Mountainbike habe ich, oder ins Mountainbiken gekommen, ich bin mit 14. Und okay. Mein erstes Fahrrad war tatsächlich ein Bridgestone. Geil. Und Bridgestone hat sich mal Mountainbikes gebaut. Und mein bester Kumpel, der Holgi, hat mich da irgendwie mit draufgeschoben auf dieses Mountainbike-Thema. Und dann habe ich damit angefangen und dann hatte ich ja diesen Virus. Ja? Und ich bin dann einfach nicht mehr weggekommen. Also ich bin seitdem im Mountainbiken verankert. Für mich hat mehr als nur einfach nur, ich gehe mal Fahrrad fahren, sondern es hat wirklich einen Lifestyle tatsächlich, der sich seitdem für mich aufgetan hat. Und ich bin da über Umwege reingekommen. Eigentlich, ich habe zwar Mountainbike gefahren, aber habe eigentlich ich habe Maschinenbau studiert. Mhm. Ja, und in Frankfurt und in Darmstadt. Und in meiner Uni-Zeit bin ich dann eigentlich eher ins Snowboarden, Skateboarden irgendwie reingerutscht, was ich auch gerne mache oder gemacht habe. Und war dann einige Jahre selbstständig mit einem Skate-Shop in Hanau. Den haben wir dann verkauft 2005 und dann habe ich dann da gedacht, so okay, ich kann gar keine richtige Arbeit machen. Ich brauche irgendwas, was halt im Sportiven ist oder eben Action-Sport-mäßig. Und bin dann durch Zufall 2005 zu Schocktherapie gekommen. Also es gibt leider nicht mehr Schocktherapie, aber die haben dann jemanden gesucht für den Innendienst. Mhm. Da dachte ich mir so, ey cool, was machen die überhaupt für Marken? Und dann habe ich das gesehen gehabt und sehe dann so, ach guck mal, die machen auch Santa Cruz. Bin ja immer Santa Cruz Skateboards gefahren, noch Snowboards und sowas. Und so, oh, da habe ich Bock drauf, das mache ich. Ja? Habe mich dann da beworben und wurde dann auch genommen und war dann da eigentlich alles gemacht, also wirklich Mädchen für alles, von Innendienst über Messen, über, also was hat angefallen, weil wir ja so ein kleines Team waren, dass dann, da musste jeder alles machen und ja, von da an bin ich dann aus dieser Fahrradnummer nicht mehr rausgekommen und dann hat mein Arzt mir gesagt, ich habe einen Gendefekt, den anscheinend ihr zwei ja auch habt, der nennt sich Fahrrad. Ja. Und dann bist du geliefert. Ne? Da hast du keine Chance mehr. Und ich hatte noch zwischendrin, und es ist mir nicht peinlich, aber es ist immer eine witzige, witzige Lebensstory. Ich hatte mal so ein etwas mehr als ein Jahr, anderthalb Jahre so eine Auszeit gehabt und da habe ich bei Tupperware gearbeitet. Geil. Habe dort den Vertrieb für Baden-Württemberg mitgemacht. Ja. Und es war eine ganz andere Welt. Also wurde dann echt klassisch dann da wirklich auch geschult und gemacht und getan. Es war eine mega witzige Zeit. Aber das war halt so richtig so mit Anzug und Krawatte. Oh. Und es war schon heftig gewesen. Ja.
Und ich habe dann einfach gemerkt, dass ich kann keinen Anzug tragen und Krawatten gehen auch nicht und das macht mir eigentlich auch gar keinen Spaß. Es war einfach Arbeiten und es war eine witzige Zeit. Ich habe auch viel gelernt dort, ja. Aber ich bin dann wieder zurückgegangen. Es war 2011, das war so eine Phase, 2011 bin ich wieder zurück, wieder zur Schocktherapie tatsächlich. Und habe dann dort eben dann Vertrieb und Marketing gemacht, habe es dann da geleitet und bin dann 2015 mit dem Verkauf von Santa Cruz an Pon dann offiziell bei Santa Cruz dann eingestiegen und habe dann dort der Santa Cruz für den europäischen Markt wieder aufgebaut. Habe das dann bis 2020 gemacht, ja. Und war dann am Schluss war ich der Retail Marketing Manager für diesen EMEA-Bereich, für Santa Cruz. Und zusammen mit. Hattest du auch was mit Jasper hier auch zu tun oder Nina Hoffmann? Ja, 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 ja. Nina war ganz witzig. Also, ich habe ja zu der Zeit, also das Team, was wir zur Zeit da bei Santa Cruz hatten, ja, das war ein Haufen von vollkommener Wahnsinniger. Also, es ist, muss man einfach sagen, ja. Und habe zusammen mit Sebastian Tickmeier, ich weiß gar nicht, habt ihr mit dem schon einen Podcast gemacht? Nee, der ist auf unserer Liste auch ganz weit oben. Ja. Mit Tickmeier, er ist Marketing Manager gewesen für Europa, der ist jetzt ist bei Y-Components, der ist auch leider, also ein bisschen später als ich, aber auch dann bei Santa Cruz gegangen und ist jetzt bei Y-Components und mit ihm und noch mit Loic und Elena. Also wir sind so ein Hardcore-Vierer von André Vogelsang, der jetzt immer noch Demo-Koordinator bei Santa Cruz. Das war wirklich so eine, es war mehr ein Sonderkommando als ein Team. Das war wirklich fast schon so gangmäßig. Also das war... Ja, komm, irgendwie halt, wir haben das jetzt im aktuellen Podcast drin, die Santa Cruz Party gemacht hat auf den X-Dirt Masters. Und ich muss dabei sagen, also Party machen können sie. Ne? Party machen, das auf jeden Fall. Das ist eine Kultur, die wir haben da eingeführt vor Jahren und die kriegst du auch da nicht mehr raus. Das ist aber auch geil, weil ich wiederhole mich da gerne, wie jetzt auch in dem aktuellen Podcast. Das ist Dirt Masters gewesen für mich. Dirt Masters ist aber einfach speziell. Ja, nein, aber das ist für mich Dirt Masters gewesen. Ohne großartige Randale oder wie ich sage, ohne Anarchie. Ja. Ja, oder mit Anarchie, aber dann vernünftig und nicht mit Autos anzünden oder irgendwie sonstiges. Oder vernünftig, ja, nee, ist klar. Geil, ich wiederhole es nochmal. Live-DJ, Vinyl aufgelegt, es war Nebel da, es waren Lichter da, irgendwie halt, Baum, und es gab Bier bis zum Abwinken. Ja, absolut. Ja, war wirklich gut, also war die beste spontane Party, die wir auf dem Dirt Masters gefeiert haben. War auch wirklich, Dirt Masters war cool gewesen. Aber Dirt Masters für mich dieses Jahr das erste Mal eben mit Alpine Stars. Ja. Also da bin ich im Februar jetzt mit eingestiegen in dieses Abenteuer Alpine Stars und Alpine Stars hat viel vor. Gibt es schon lange die Firma, ne? Die Firma an sich gibt es schon seit den 60ern. Ja. Und die haben ja gestartet mit Schuhen. Alpine Stars ist eigentlich eine Schuhfirma. Mhm. Und der ganz alte Besitzer, der Gründer Mazzarolo, hat irgendwann mal einfach den richtigen Dreh rausgehabt, zu sagen, ich mach Motocross-Boots, Motocross-Lederstiefel. Ja. Und bis heute ist Alpine Stars, was gerade so Lederstiefel angeht und sowas, ja, absolut Supermarktführer. Und so. Also es ist absolut wahnsinnig. Ich bin jetzt nicht so super tief in der Moto-Geschichte drin, ne, bei Alpine Stars, ja. Aber das, was ich sehe, was sie da Formel 1 oder MotoGP und sowas, das ist schon vollkommen das Next Level. Und wie kam dann Alpine Stars auf die Idee, dann jetzt noch Mountainbike-Klamotten zu machen? Also die Klamotten, also Alpine Stars an sich hat ja in den 80er, 90er, eigentlich, wo ja wirklich das Mountainbike dann wirklich losging, Fahrräder gemacht. Es gibt Alpine Stars Fahrräder. Ja. Ach. Das ist kein Witz, oder es gab Alpine Stars Fahrräder. Dann wenn du mal in der Historie... Faktencheck, richtig, also Faktencheck, echt geiler Scheiß. Ja, also wirklich ziemlich abgedrehte Sachen, zu dem Zeitpunkt technisch und innovativ wirklich ganz, ganz, ganz weit vorne. Ja. Und Fahrrad ist dann irgendwann ausgelaufen, warum auch immer. Ja. Und irgendwann kam dann Protection dazu. Und weil eben Alpine Stars Protects ist ja dieser Light-Slogan, und mit Helmen, Fullface-Helmen, Schalenhelmen,
Und ganz genau. Also, also wir haben jetzt gerade den Faktencheck gemacht. Wir haben den Faktencheck gemacht, wir haben gegoogelt und bei pinkbikes.com findet man halt ein Fahrrad, das Alpine Star TI Mega. Aus Titan. Aus Titan. Wir werden das verlinken von den lieben Kollegen von Pinkbike, aber das sieht schon echt und das ist absurd aus. Und das ist ein Modell, das heißt, gibt's ja noch als, gab es noch als Alu-Mega und als Chrome-Mega und als, also gerade mit Full Suspension, als Hardtail. Das gab, also die haben wirklich eine relativ große Auswahl da zu der Zeit gemacht und auch eben auch schon designmäßig und geometriemäßig waren die echt ordentlich dabei. Das war schon wirklich cooles Zeug. Mhm. Und dann Protection und Bekleidung kam erst danach tatsächlich. Und Protection und Bekleidung war von vornherein einfach immer mitgelaufen, war aber immer Teil, es gab immer Leute, die eben Cycling gemacht haben, aber es war immer so ein bisschen an Moto angehängt. Mhm. Also du hast einfach auch so diesen Moto-Style immer so ein bisschen gehabt und im Prinzip, dass man sagt, so wie du es die Leute kennen, mit Bekleidung und Helm, mit allem drum und dran, ich sag jetzt 12 Jahre schon. Und es ist immer solide dagestanden, aber immer sehr, sehr motororientiert. Ja. Das hast du auch bei den Styles gesehen, so diese klassischen Moto-Styles und sowas. Und, ein bisschen quietschig, ein bisschen bunt, ne? Bunt, große Logos, viel Alpine-Stars. Mhm. Und ja, und jetzt mit dem Lineup 24 oder 23, mit dem eigenen Cycling-Department, das heißt, wirklich Leute, die komplett losgelöst sind von der Motogruppe geht es einfach ganz klar in eine neue Ausrichtung, was Styles angeht, was die Optik angeht, was auch Technologie angeht. Im Endeffekt ist es natürlich auch so, so der Gedanke, Motocrosser sind auch Fahrradfahrer und Fahrradfahrer sind auch Motocrosser. Es gibt Schnittmengen auf jeden Fall, mhm, aber es sind schon zwei verschiedene Gruppen. Das heißt also auch die Geschmäcker sind auch wirklich riesig unterschiedlich. Ja? Und in den letzten Jahren, gerade ich würde sagen, in den letzten 4-5 Jahren hat es natürlich die, gerade wenn es um Klamotten geht, ist er extrem stark verändert. Also so diese Baggy-Geschichten, die es halt vor Jahren gab, oder dass wir sagen, wir sind vor Jahren mit Jeans gefahren und so ein Quatsch. Ja. Du hast die Dörte heute noch, die mit Jeans unterwegs sind, aber selbst das sind spezielle Jeans teilweise. Also das heißt, ja, selbst sicher. Das ist nämlich extra Material zum Dirten oder so, zum Slopes. Aber im Endeffekt geht auch beim Mike immer mehr auch in so eine Fashion-Richtung. Du willst halt nicht, du willst halt auch nicht aussehen wie ein Arsch, ja. Oder wie so ein Affe auf dem Schleifstein, ja, und so möchte ich eben auch einen coolen Style auf deinem Bike haben. Naja, komm, wir haben jetzt gerade die Kollektion gesehen, die nächstes Jahr im März rauskommt, so wie du uns das sagtest. Ja. Ich habe mich schon drin verliebt. Ja, Scheiß ist anders. Scheiß ist anders. Komm, ich habe mich da drin schon verliebt. Vor allen Dingen, weil es auch so zum Teil meine Farben sind, schwarz und gold. Ja. Und das sieht schon geil aus, ich kann es nur nicht leider anders sagen. Der Castropper muss halt zeigen, was er hat. Ja, natürlich, Gold. Also ist einfach coole Farben, coole Styles, neue ja, Stoffe, das Ganze. Aber ja, ganz ehrlich, ich finde das Design aber auch dezent, weil es ist halt einfach ein dunkles Design und dann einfach nur Akzente gesetzt, irgendwie ein Schriftzug, wo Alpine Star und der ist dann halt einfach in Gold. Genauso wie mit den Handschuhen. Genauso wie mit dem Helm. Okay, der Helm fällt ein bisschen mehr auf, halt einfach. Das Jersey fällt auch, aber die Hose ist dann wieder ganz schlicht. Es ist aber einfach, die Sachen sind aber einfach, sie haben einen Stil. Mhm. Ja. Sie haben einen Style, sie haben einen Stil, sie, oder Style und Stil, sie meinen der gleiche Scheiß am Schluss, ne? Aber sie haben das gewisse Extra. Ja. Da ist einfach so dieses, so wie es sein muss, einfach ein Oberteil oder eine Hose oder eben auch Handschuhe, Kleinigkeiten, die dann doch aus der Masse einfach rausstechen. Und es gibt halt viel, es gibt halt so viel ähnliche Geschichten und mit der Linie, die wir jetzt dann für 24 haben, stechen wir schon aus der Masse, denke ich mal, deutlich raus. Das Interessante an Alpine Stars ist ja, man würde vermuten, oder zumindest war das immer so in meinem Kopf, ja, das ist klar, das sind Franzosen, ne? Weit gefehlt. Super weit gefehlt. Ich habe jetzt gerade mal Wikipedia aufgemacht, weil es hat mich einfach interessiert. Wir sind tatsächlich Italiener, ne? Italiener. Und du bist ja auch Italiener, ne? Also Halbitaliener. Halbitaliener, genau. Also Halbitaliener, Halbalbaner. Sehr gut. Das heißt also, du hast jetzt quasi so ein bisschen die Brücke zu deiner Herkunft, auch im Beruflichen, mitgeschlossen. Tatsächlich, ja. Also es ist wirklich so, dass also Alpine Stars kommt aus Asolo.
Und Asolo ist in Norditalien, mhm. Halbe Stunde von Venedig entfernt, also ja. Nördlich von Venedig. Und Asolo ist so ein Hotspot für Bekleidung und für Ach. Schuhe. Also, oder auch Sättel. Also als Beispiel, wenn du bei uns aus dem Headquarter rausgehst, ja, und an der Ducati vorbei, ja, was jetzt kein Witz ist, rausgehst auf die Straße und 10 Meter läufst, dann stehst du bei Sell Italia drin. Ach. Also Sell Italia ist doch direkt unser Nachbar. Wie geil. Das ist eine von uns. Wo sitzt Tok? Tok? Nee, Tok sitzt ganz woanders. Ah, okay. Ich dachte, vielleicht sind die auch noch in der Nähe. Tok sitzt. Achso, nein, wenn du 10 Minuten, nicht mal, mit dem Auto 5 Minuten, Fahrrad, keine Ahnung, 15 Minuten, ist Basso Bikes. Ja. Yeah. Auch noch ein kleiner Fun Fact. Mhm. Gabriele, unser Chef, also der Besitzer von Alpenstars, und Alpenstars ist eine personengeführte Firma, also kein Konsortium, also das ist ein Typ, der macht den ganzen Kram, der ist auch der das Portemonnaie alleine aufmacht und auch alles bezahlen muss. Ist das der Patriarch? Das ist der Patriarch, ja. Wie alt ist er? Gabriele ist 60 jetzt, glaube ich. Okay. Bin mir nicht ganz sicher. Ja. Auf jeden Fall seine Schwester. Von Gabriele. Die Schwester von Gabriele, ja, ist mit dem Basso verheiratet. Also der Fahrrad Basso und Alpenstars sind theoretisch gesehen eigentlich miteinander verbunden. Mhm. Und das ist theoretisch. Theoretisch. Ja. So, ich werde jetzt mal ein bisschen ein Klischee ausbreiten. Und zwar war das dann so, als du dann quasi den Vertrag unterschrieben hast, war das dann Marlon Brando dir gegenüber und hat dann gesagt, willkommen in der Familie. Nein, überhaupt nicht. Nein, wir hatten das Gespräch gehabt, das ist ein sehr, sehr, sehr ruhiger, nicht aufgeregt, gar nichts, ein ganz ruhiger, cooler Typ, ja. Der hat da ein riesen Business am Laufen und ist total unaufgeregt. Also ist vollkommen verrückt. Das ist ein ganz unaufgeregter, eher, also ganz dezenter Mann, ja, guten Stil. Und also gar nicht. Eigentlich war es eher Kasper. Also Kasper Kreiler, der das Cycling Department leitet. Das war mein Kontakt, mein erster. Und Gabriele kam dann eigentlich erst später. Da habe ich den Vertrag schon unterschrieben gehabt, ja. Habe ich eigentlich Gabriele erst richtig kennengelernt und war ein ganz feiner, zurückgezogener Typ. Also nicht zurückgezogen, sondern einfach wirklich so ein, überhaupt nicht aufgeregt. Mhm. Das ist wirklich so ein, weil er selbst lebt ja in den USA. Mhm. Also Alpenstars hat ja eine Besonderheit, wir haben das Headquarter in Italien, in Asolo. Wir haben aber auch ein Headquarter in Torrent, das ist in der Nähe von L.A. Mhm. Das heißt, wir haben zwei Headquarters. Das heißt, die Firma ist wirklich aufgeteilt in zwei Teile. Und wer macht was? Wir haben zum Beispiel, was Fahrrad angeht, zum Beispiel Helmentwicklung und Prototorenentwicklung, das läuft über die USA. Wir haben auch unsere Designer in den USA sitzen. Mhm. Vertrieb, Marketing und sowas, das ist alles in Europa. Mhm. Auch unser Produktmann, Christoph zum Beispiel, ist bei uns in Europa, also in Asolo sitzt der. Und die Kooperation, auch R&D zum Beispiel, das komplette R&D-Department ist in Asolo. Das ist das absurdeste Teil, was ich jemals gesehen habe. Also könnt ihr euch nicht vorstellen, wie riesig R&D ist. Also alles, was an Testmaterial und, wird alles im Haus gemacht. Das ist... Wird von einer Person bezahlt. Das wird von einer, und ein Typ muss jedes Mal das Portemonnaie aufmachen, wenn es heißt, wir brauchen mal was. Ja, okay. Jetzt möchte ich aber noch einmal eben kurz zurück und dann sind wir, glaube ich, dann auch schon ein bisschen durch. Ich hatte vorhin gefragt, warum seid ihr jetzt in die Fahrradbranche reingegangen, und dann reden wir die ganze Zeit halt einfach immer vom Mountainbiken. Ja. Wo ist dann der, und jetzt spreche ich mal für meinen Kompagnon hier von auf der rechten Seite, was ist denn mit den Gravelern? Seht sich Alpinestar nicht bei den Gravelern? Oder ist da was in der Entwicklung, was du schon sagen kannst? Also kann man so, the sky is the limit. Ja. Also wir sind komplett, ich will es mal sagen, fast schon, wir haben kein Maß. Also wir sagen, klar, aktuell sind wir sehr, sagen wir so, federwegsbezogen. Das heißt, wir starten hier irgendwie so in diesem, wie man es jetzt so gerne nennt, so Downcountry, ja, Trailbereich, All Mountain Enduro, DH, das ist das, wo wir herkommen. Racing, das ist das, was Alpenstar ausmacht. Wir sind eine vollkommen race-orientierte Firma. Aber alle anderen Aspekte, Cross-Country, Gravel, Road, alles, im Prinzip jeder Bereich, der Fahrrad betrifft, nur weil wir es aktuell nicht machen, heißt es nicht, dass wir es nicht vielleicht irgendwann mal machen. Mhm. Also wir sind nicht limitiert darauf, dass wir sagen, so, wir machen aber nur das, weil wir kommen aus dem Rennsport, aber
auch Cross-Country ist Rennsport, auch ein Gravel ist mittlerweile Rennsport, ja. Aber Vorsicht, bitte dich. Das ist total heftig, ja. Also deswegen sage ich so, the sky's the limit. Wir haben keine Limitierung gesetzt bekommen. Ihr seht es ja im Moto zum Beispiel, wir sind ja in der Formel 1, ja, und wir gehen hier rüber bis ins in Rallye-Bereich, sind in allen Motorradkategorien vertreten. Das heißt, auch da sind wir ja komplett ohne Limit. Und das Gleiche, wir sehen uns dann aus, wo wir in 5 Jahren stehen, vielleicht auch mit einem Tour de France-Team oder vielleicht auch mit, keine Ahnung, mit einer Gravel-Kollektion und mit Cross-Country und was ist nicht was. Also wir sind da komplett offen, was diese Geschichte angeht. Aber das Wichtigste ist, und das ist, glaube ich, auch worauf es ankommt, es geht uns vor allem ums Fahrradfahren. Es geht um das Fahrrad und es geht um den Schutz der Person, die das Fahrrad fährt. Wir wollen den besten Helm bauen, wir wollen die besten Produkte auf den Markt bringen und das tun wir. Ja. Wir haben absolute Spitzenprodukte auf höchstem Level. Wir haben jetzt mit, gerade was jetzt Protection angeht, der Rückenprotektor oder auch die neuen Knie- und Ellbogenprotektor, wir kommen mit einem Produkt, das nennt sich Nucleon Plasma. Das ist im Prinzip das, was ihr aus euren weichen Protektoren kennt, dieses Material, was beim Aufschlag härter wird und den Impact aufnimmt. Unser Nucleon Plasma ist auf dem absolut allerhöchsten Level, was Impact-Schutz angeht. Wir können es aber extrem leicht produzieren. Das heißt, du hast auf der einen Seite ein viel leichteres Produkt im Vergleich zu anderen. Wir können es so produzieren, dass wir es mit relativ viel Löchern produzieren tatsächlich und mit einer sehr, sehr speziellen Struktur, was das Material eben super weich macht und super flexibel. Und beim Rücken... Atmungsaktiv. Ein Rückenprotektor, den du eigentlich fast nicht spürst, aber mit Level 2 Schutz, also mit mega hohem Schutz. Also theoretisch auch kannst du auch Motorrad fahren eigentlich damit. Ja. Level 2 im Rückenprotektor. Und das ist ja das Ziel. Also das Ziel ist eigentlich, jeden zu schützen, der ein Alpine Stars Produkt fährt. Und Schutz, viele sehen immer, Schutz immer, es ist ein Helm, es ist ein Knieschützer. Schutz ist ja auch Klamotte. Ja, klar. Also wenn du eine Hose hast und nicht klatscht es hin, ja, und du hast eben keinen Schützer drunter oder eine Jacke oder ein Jersey, auch das ist eine gewisse Art von Schutz, um deine Haut zu schützen oder dich vor Wind zu schützen oder vor Regen zu schützen. Das gehört alles zu diesem Schutz. Vor Sonne und, genau. Ja. Und das sind so Produkte, die wir sagen, wenn es ein Fahrrad ist, ist es eigentlich das, was wir machen wollen. Und in 5 Jahren kann ich mir gut vorstellen, dass wir noch die eine oder andere Kategorie mit drin haben werden. Ja, und das wird auf jeden Fall ziemlich aufregend werden. Ziemlich aufregende Zeit und das Team wächst, es wächst rasant. Und ich bin mega happy dabei zu sein und dieses Ding nach vorne zu schieben und das aufzubauen und eben in dahin zu führen, wo es einfach hingehört. Aber das ist ja keine Solo-Aufgabe, um Gottes Willen. Das ist nicht ja, so. Das nee. Ist ja ein, ich bin ja nur ein Teil, ein Rädchen von diesem Getriebe, was wir hier haben. Und das ist schon ziemlich cool. Gibt es denn einen spezifischen Marketingmanager für Deutschland, Österreich, Schweiz? Wir haben Vincent Sapomani, der ist der offizielle Communication Manager, Marketing Communication. Den wir beide auf X-Dirt Masters kommen. Der ganz große. Ja, ja. Mit dem wir gequatscht haben. Und das, genau. Aber jetzt explizit für Deutschland gibt es keinen. Und Österreich, Schweiz. Also der macht jetzt Europa. Das ist auf Europa-Level und Deutschland ist ein Direktmarkt, der wird also von uns direkt versorgt und einiges an Marketing läuft auch über meinen Tisch. Mhm. Ja. Und das, was halt eben nicht über meinen Tisch läuft, wird dann sozusagen im Vincent weitergeleitet, weil das dann eben wieder Euro. Also man kann sagen, ich bin jetzt nicht der Marketing-Manager der Deutschland, überhaupt nicht. Ja. Aber im Prinzip alles, was Marketing angeht, landet am Schluss erstmal auch bei mir. Und beziehungsweise landet bei mir und wird dann dementsprechend dann weitergeleitet oder ich bearbeite es dann eben selber. Mhm. Und es ist schon, also klar bin ich Sales, aber ein Teil meiner Aufgabe in Sales ist auch Marketing bezogen. Und das ist auch richtig so, weil ein reines Sales-Ding funktioniert nie. Du musst immer das Blick vom Großen und Ganzen behalten, um dann eben auch erfolgreich sein zu können. Und auch eben auch die Augen aufzuhaben, weil wenn du merkst, oh, finden wir total geil unser Produkt, das ist eine total schöne Farbe, aber in Wirklichkeit ist es eigentlich scheiße, weil es hässlich ist. Also man muss den Blick behalten. Ne? Das ist auch so, man muss alles im Auge behalten, das Große und Ganze. Und deswegen ist es
ziemlich gut. Magst du uns noch vielleicht ganz kurz so ein paar Sachen über die neuen Produkte erzählen, die ihr jetzt quasi hier präsentiert? Genau, also das neueste Produkt, wie schon gesagt, ist tatsächlich, oder das größere Produkt ist das Nucleon Plasma. Mhm. Das heißt, das neue Dämpfungsmaterial, was in den Schienbeinschützern, in den Knieschützern, im Ellbogen drin ist. Die anderen Sachen sind einfach eben die ganzen neuen Styles, die neuen Linien. Wir kommen mit drei Linien raus. Das heißt, es gibt eine Alpine Stars Supra-Linie. Das ist wirklich eine voll race-orientierte Linie. Das heißt, da geht es wirklich ab DH-Racing oder auch Enduro-Racing. Also wirklich voll Race-Style. Also die Klamotten haben maximalen Einsatzzweck zu erfüllen. Das heißt, wirklich race-fit. Das, wenn ihr euch die Sachen anguckt am Kleiderständer, gerade die Hosen, die sind so ein bisschen vorgeformt. Ja, das kann man so übertrieben auch aus dem Rennsport, wo du dann eben so Renn-Overalls hast, die so richtig durchgebogen sind überall und die dann eigentlich hier so ihren optimalen Fit bekommen, wenn du auf dem Rad sitzt. Weil du sitzt ja nicht steckesteif gerade auf dem Rad, sondern du bist ja immer in einer aktiven Position auf dem Bike geknickt und gehockt und was weiß ich alles. Und die Position, der optimale Fit kommt dann wirklich in dieser Race-Position. Aber wir arbeiten dann eben auch mit maximal Atmosphärität, Aktivität, mit Bewegungsfreiheiten. Wir arbeiten mit verschiedensten Stoffen, die dann eben auch miteinander kombinieren, dass du sagst, Bereiche, die stärker atmen müssen, also gerade was ich Armbereich, Achselbereich, Schulter, Brust, Geschichten, sonst irgendwelche Geschichten, dass die eben schneller austrocknen können. Und dann haben wir natürlich auch vom Design her natürlich ein race-orientiertes Design. Die zweite Linie ist unsere Dura-Linie. Dura ist typisch All-Mountain, da lacht schon einer hier. Ja, sie könnte auch Enduro lassen. So, Enduro All Mountain ist wirklich so der Einsatzbereich. Also wir haben eben mit viel Cordura, wir arbeiten mit Hightech-Wolle, wir arbeiten mit also das, was da wirklich an das, was an Hightech in Material geht, steckt in unseren Produkten auch da. Dura ist aber eben All Mountain Enduro. Mhm. Das heißt, die Materialien dort sind etwas nicht gröber, aber einfach robuster. Trotzdem aber natürlich auch darauf bezogen, dass sie eben maximal atmungsaktiv sind, maximalen Schutz bieten. Vom Style her ein bisschen schlichter als diese Race-Linie. Und aber Einsatzbereich eben All Mountain und Enduro. Und dann haben wir den Bereich Aria. Das heißt, das ist so Downcountry Trail. Super leichtes Material, aber super robust. Mhm. Hier geht es wirklich um Maximal-Performance, Pedalier-Effizienz. Also dieses Ganze zu sagen, okay, das ist eigentlich so der, oder Cross-Country-Fahrer, die keinen Bock auf Lycra haben, ja, fahren Aria. Das heißt also, Aria und Supra haben auch so sehr, sehr Performance-Fit. Dura ist ein bisschen relaxed-fit. Kein Baggy, aber es hat so ein bisschen relaxter eben vom Style her. Und, und dann haben wir noch so eine Zwischenlinie, nennt sich Oscar, diesen Streifen und solche Geschichten. Das muss man sich dann angucken, wenn es dann soweit ist. Sehr, sehr, sehr abgefahrene Linie. Und das ist die mit dem Kreis. Genau, mit dem Kreis. Mach mal ein Foto, setz dich mal rein. und wir haben da wirklich doch einiges aufgefahren. Von den Farben her, coole Schwarztöne, Schwarz-Gold-Kombination, generell die Farbe Gold oder Golden taucht oft auf. Das ist eine Sache, die habe ich hier erzählt gehabt, mit dieser Hightech-Wolle, also manche Styles, wenn du sie anfasst, fühlen sie eigentlich eher an ein T-Shirt. Ja. Aber es hat so eine super, super, super Wool, wie auch immer man es nennen möchte, die hat deinen Schweiß maximal abtransportieren, als sie eben schnell trocknet wieder. Mhm. Ja, und alles ist schon aufregend auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, ich bin gespannt, um das mal so zu sagen. Hast du noch was, Andreas? Nee, ich würde sagen, wir sind jetzt bei Minute 31. Genau, wir haben jetzt deine Zeit genug in Anspruch genommen. Und wir danken dir sehr herzlich für diese halbe Stunde. Ja, vielen Dank. Super informativ vor allen Dingen. Ja. Haben wir viel über Alpine Stars gelernt, aber was wir vorher nicht kannten. Ja, aber wir werden dich trotzdem nochmal zu einem Podcast einladen. Genau. Weil da werden wir nochmal ganz andere Fragen stellen. Ich bedanke mich jetzt. Ah, ja, ja. Jetzt fange ich an zu schwitzen ein bisschen. Ja, das sollst du. Was? Das sollst hat du das auch mit deiner Vergangenheit zu tun? Hast du irgendwas gefunden im Internet? Natürlich. Nein. Ich bedanke mich auch recht herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast und du hast das letzte Wort. Ja, was soll ich sagen? Ich meine, also nochmal, ich fand es super witzig.
das zu machen. Noch nie einen Podcast gemacht, finde ich gut, gefällt mir. Ihr macht das ziemlich cool. Ich höre eure Podcasts. Ich bin einer eurer Fans. Ja. Also macht weiter so. Und nein, ich kann nur sagen, kauft euch Alpenstars-Produkte. Weil, das war der Werbeblock. Danke, hiermit sind wir raus. Aber es gibt noch eine ganz kurze Sache zu Alpenstars. Und das ist echt eine Sache. Das ist wirklich, das ist wissenschaftlich bewiesen, was jetzt kommt. Alpenstars macht dich nicht nur schneller, es macht dich auch hübscher. Ach. Ist kein Scheiß. Es ist so. Es macht dich auch hübscher. Dann muss ich ja unbedingt Alpenstars sein, weil ich kriege ja keine Frau ab. Oh je, oh je. Nein, ich bedanke mich echt vielmals, dass ich hier dabei sein durfte. Ja, ich bin schon auf den nächsten Podcast gespannt, tatsächlich. Ja, und ich sag nur, geht Fahrrad fahren. Genau, geht Fahrrad fahren. Sehr schön. Schönes Schlusswort. Ciao. Ciao. So. Das war der Podcast mit Jovi. Das war der Podcast mit Jovi, genau. War ein cooles Gespräch. War auch mit Sicherheit nicht das letzte Gespräch, das wir mit ihm geführt haben. Wir haben ihn schon gefragt, ob er Bock hätte, mit uns nochmal einen Podcast aufzunehmen. Hat er gesagt, ja klar, sehr gerne. Und dann machen wir aber einen Podcast zu viert, nämlich dann muss der Sven auch wieder bei uns in dem Podcast, Sven Hecker, Ski-U-Bikes, und dann sprechen wir mit den beiden darüber, wie sich die Marke so in den letzten 12 Monaten, letzte Podcast mit Sven, ist auch schon über ein Jahr her, und wie sich das jetzt so ein bisschen entwickelt hat, die Marke, wie es den beiden geht, wie es Ski-U geht und was es auch vielleicht für Neuigkeiten gibt, das werdet ihr demnächst sicher bei uns jetzt hier im Podcast hören. Und wir waren natürlich auch sehr, sehr fleißig auf der Eurobike. Wir haben mit sehr vielen Leuten gesprochen, haben sehr vielen Leuten unseren Podcast vorgestellt und haben aber auch viele Leute einfach so getroffen. Ne? Also wir haben zum Beispiel, wir waren ganz spontan, waren wir bei DT Swiss zugegen. Mhm. Da haben wir mal gesagt, ja, pass auf, also du hast ja gesagt, der Jürgen wäre da, ne? Weil ein Fahrrad von ihm ist dort ausgestellt. Was auch stimmte. Genau. Und dann waren wir da und haben ein sehr nettes Gespräch mit dem Michael von DT Swiss geführt. Ich kann euch leider nicht seinen Nachnamen verraten, weil ich muss gestehen, den habe ich vergessen, aber ich habe mir seinen Vornamen gemerkt. Und der Michael war ein sehr netter, sehr kompetenter Mitarbeiter von DT Swiss, der uns dann leider gesagt hat, ja, pass auf, du, der Jürgen, der war kurz da, der ist aber jetzt auch schon wieder verschwunden. Also kurz heißt, der war am Dienstag da oder so, am Mittwoch hat er gesagt. Und wir waren ja schon, am Freitag waren wir dann, glaube ich, dann da. Das war dann Freitag schon. Genau. Ich springe auch ein bisschen jetzt in der Zeit hin und her, aber ist egal. Und dann reden wir da mit den Jungs von DT Swiss und die haben uns dann erzählt, dass die sehr interessant, die haben eine Deutschlandvertretung in Oelde. Oelde ist jetzt nicht gar so weit weg vom Ruhrgebiet, das ist so auf halbem Weg zwischen Ostwestfalen und Ruhrgebiet. Und hat uns dann quasi so eingeladen, wenn wir Bock hätten und Zeit hätten, dass wir die doch mal besuchen und dass wir uns da so ein bisschen erzählen lassen, was sie da so machen. Und dann vor Ort auch einen Podcast aufnehmen. Und just in dem Moment, als er das erzählt hatte, kam der Jürgen um die Ecke. Ja, da kam der Jürgen auf einmal um die Ecke. Hatte seinen Trolley mit dabei schon und sagte, Jungs, hi, grüß euch, aber ich muss jetzt ganz schnell weg. Ich muss jetzt ganz schnell weg irgendwie. Ich muss hier... Wieso? Was hat er denn jetzt für einen Stress, habe ich so gedacht gehabt. Na gut, muss er seinen Zug kriegen oder vielleicht sogar seinen Flieger irgendwie halt, um nach in das Plattdeutsche wieder hochzufliegen irgendwie halt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall Hallo gesagt und wieder Tschüss gesagt. Und dann standen wir halt noch bei DT Swiss. Und ich hab das auch so aufgefasst, dass wir nach Oelde einfach mal vorbeikommen könnten oder sollen, um dort auch mit Vertrieblern vielleicht auch mal einen Podcast aufzunehmen. Und dass diese Einladung nehmen wir natürlich gerne an. Also es sind ja nicht nur diese Einladungen ausgesprochen. Am Vorabend wurde ja auch noch mal eine andere Einladung ausgesprochen, die wir dann am Freitag dann noch mal bekräftigt haben, dass man vorbeikommt. Aber dazu später, Man of Mystery hat wieder zugeschlagen. Auf jeden Fall, nachdem wir bei DT Swiss dann fertig waren, sind wir einfach mal nach draußen an die frische Luft gegangen. Ich sag das mal so, haben uns draußen hingesetzt und auf einmal
steht wieder Jürgen neben uns mit einem Konstrukteur, einem freien Konstrukteur von ihm. Und dann hat man sich auch mal ein bisschen sattellang mal wieder unterhalten gehabt und hat die vorbeifahrenden Fahrräder immer sehr interessant angeschaut gehabt. Und dann kam noch der Jörg, ne? Von Last Bikes vorbei. Schöne Grüße auch mal raus nach Dortmund hier vorne um die Ecke. Die Kasper-Köppe quatschen gerade mal über euch. Auf jeden Fall auch ein sehr, sehr nettes Gespräch geführt gehabt und ging immer so ein bisschen hin und her, irgendwie ein paar lustige Witze erzählt, die dann wohl doch nicht so lustig waren, aber egal. War aber trotzdem nice und hat tierisch viel Spaß gemacht. Ach so, was ich noch sagen wollte, an dem Freitagmorgen sind Andreas, ich auch mal, ist Andreas und ich Esel zuletzt, mal separat losgelaufen und hatte am Vortag noch mit Daniele von Vitaminik C gesprochen, dass ich doch dann noch mal gerne Tok besuchen möchte. Ihr wisst irgendwie, ich hatte das Tok-Bike im Brand von Ducati und die haben ja jetzt ein neues rausgebracht in der Carbon-Variante und ein sehr, sehr hübsches Ding kommt demnächst hier im Video. Ich habe ziemlich viel gefilmt vor Ort und werde euch da auch nochmal ein kleines Video präsentieren. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt online ist schon irgendwie, ob ich es geschafft habe, dieses am Montag fertig zu machen und schon online zu stellen, kann ich jetzt noch nicht sagen. Und was aber auch noch an dem Tag extrem super war, Andreas hat einen Kontakt zu Scott Bikes gehabt, um ganz genau zu sein, wie hieß die Marke nochmal? Bolt Cycles. Und da haben wir auch Bolt Cycles besucht und Andreas Kontakt war da und ist auch so rausgekommen und hat uns was zu trinken angeboten und hat uns auch die Marke Bolt gezeigt. Und dabei kam raus, dass wir am Samstag der Christoph, der Andreas und meine Wenigkeit eine Runde gefahren sind hier im Ruhrpott auf der Halde Hohewart. Und Bolt, der gute Mann, wie war sein Name nochmal bitte? Das war der Thomas Oczepka. Thomas Oczepka, der hier vorne um die Ecke wohnt, hier in Bochum bei mir. Der hatte dem Andreas dann sofort angeboten, am anderen Tag, also am Samstag, während wir dann da diese Runde fahren wollten, dem Andreas ein Bolt zur Verfügung zu stellen. Andreas, erzähl mal, wie war das Bolt? Das war sehr cool, das Bolt. Das hat super viel Spaß gemacht. Wir hatten uns ja da irgendwie am Samstag dann bei Anzeche Ewelt getroffen. Und er hat mir das dann mitgebracht, das Fahrrad. Und das war, ey, das ist echt die Bombe, das Ding. Also das ist, hat so einen schönen, cleanen Look irgendwie. Alles super integriert. Der Haupt-USP von den Bolt Cycles ist natürlich, dass die den Dämpfer komplett im Rahmen eingebaut haben. Das heißt, der ist komplett im Rahmen gekapselt, wenn man so möchte, unten im Tretlagerbereich. Dort ist quasi auch direkt die Dämpferaufnahme, sodass die quasi mit dem Tretlager mehr oder minder verbunden ist. Es gibt da so ein Bild, das werden wir wahrscheinlich dann auch nochmal im Zuge dieses Podcasts beim unserem Artikel noch dazu packen. Da sieht man das ganz gut, da sieht man mal, wie der Rahmen aufgeschnitten ist und dann liegt dann innen drin der Dämpfer drin. Ja, das war eine ziemlich coole Geschichte, dass das so extrem kurzfristig geklappt hat. Und herzlichen Dank geht dann nochmal an den Thomas raus. Und an Bolt natürlich, der uns der mir das Fahrrad erstmal zur Verfügung gestellt hat. Und ja, das ist wirklich eine sehr, sehr coole Kiste. Wie lange hast du es jetzt noch? Ich denke, ich werde es jetzt noch bis nächstes Wochenende haben. Ich muss mit den Jungs von den von Loco Cycles, die kriegen das danach. Mit denen muss ich dann nochmal quatschen, wann die das haben möchten. Und ich würde es gerne noch ein bisschen hier auf den Home Trails weiter testen. Ja, also ich habe es ja auch gesehen, lustigerweise. Nein, also es ist wirklich ein sehr, sehr cleanes Fahrrad, sehr, sehr aufgeräumt. Also muss ich wirklich sagen, so Hut ab, sieht richtig geil aus. Irgendwie, also
Ja, und der Dämpfer da unten irgendwie, da müsst ihr keine Angst haben, dass da Schmutz irgendwie oder so dran kommt. Ich sag mal so, klar. Wenn man es sich leisten kann, kann man es sich kaufen. Ist ja auch okay. Aber da kommt einfach halt kein Schmutz, also kein direkter Schmutz drauf, sondern es ist einfach nur verstaubt scheinbar, also im Nachhinein, wenn man es länger mal nicht putzt. Aber da gibt's auch noch intelligente Lösungen, wie du kannst vorne eine Kappe abmachen, dann hast du ein Staubfach für ein Multitool, dann hast du eine Tasche da drin, die du aus dem Oberrohr rausziehen kannst, wo diverse Sachen drin sind, eine CO2-Kapsel, nochmal irgendwie ein Schlauch, wenn du Schlauch fährst oder wie auch immer irgendwie halt, kannst du da was reinpacken. Und das Schöne ist noch daran, jetzt denkt man irgendwie, boah, das klappert da drin oder irgendwie sonstiges. Und das ist immer halt so dieser kleine Detailpunkt, den ich immer so schön finde an so welchen Fahrrädern. Die haben Klettverschluss an beiden Seiten. Also du schiebst das rein, und das ist dann drin fest und klappern tut da nichts, weil alles innen drin selber nochmal fest ist. Und das fand ich halt einfach halt sehr, sehr cool. Du wolltest doch was sagen, Andreas. Ja, ich wollte jetzt eigentlich gar nicht so viel über das Fahrrad reden, ehrlich gesagt. Ja, okay. Wir werden dann nochmal gesondert einen Podcast haben mit einem Gast zu dem Thema, den wir dann Wer möge das bloß sein? Ja, wer möge das bloß sein, genau. Ich hoffe mal, dass das klappt. Wir haben auf jeden Fall schon die Weichen gestellt und sind jetzt sehr, sehr zuversichtlich, dass wir ihn dann auch mal quasi als Bold Cycles Ambassador bei uns im Podcast haben werden. Mehr verraten wir aber nicht und der soll uns dann noch mal ein bisschen mehr über das Fahrrad erzählen. Wir brauchen jetzt auch nicht so viel darüber erzählen, weil es geht ja um die Eurobike, ne? Ja. Und wir waren auch auf der Eurobike-Party, auf der offiziellen Ausstellerparty. Richtig. Ich fand die war ziemlich freestylig, ne? War aber ja, cool. Hat Spaß gemacht. Ja. Es hat mir nur die Band etwas leid getan, die in dem Zelt spielen musste, wohl scheinbar, weil das da draußen noch recht warm war. Ja, also deswegen hat mir die Band so ein bisschen leid getan, dass man da im Zelt spielen musste. Naja, aber ich glaube, die spielen halt im Zelt, also ich meine. Ja, ja. Und wir haben, wen haben wir noch getroffen vor dem Zelt? Wir haben so viele Leute getroffen. Ja, jetzt überleg doch mal ganz genau, wen wir getroffen haben. Ach ja, genau, wir haben den Stefan Reisinger von der Eurobike haben wir getroffen. Das war sehr cool. Ja, und die Katja haben wir auch noch überrascht. Und die Katja Richards haben wir auch noch überrascht, genau. Die stand dann auch quasi direkt bei uns um die Ecke und da haben wir kurz Hallo gesagt. Und ja, also insofern haben wir auch da die Hauptverantwortlichen für das Gelingen der Eurobike treffen können. Und wie wir der Pressemitteilung entnehmen durften, war die Eurobike dieses Jahr ein voller Erfolg. Die Besucherzahlen konnten gesteigert werden. Aussteller waren sowieso mehr da als letztes Jahr. Und so haben wir das auch empfunden. Letztes Jahr war es schon voll, fand ich, ne? Dieses Jahr war es noch voller, wobei bei der Größe verteilt sich das immer so gut und man muss auch relativ klar unterscheiden zwischen Donnerstag und Freitag. Donnerstag war es ziemlich voll, fand ich, und Freitag war es dann sehr entspannt, muss ich sagen. Mm-hmm. Ja. Also, leider haben wir halt ein paar Leute nicht getroffen, was ich schade fand persönlich, wie zum Beispiel Patrick von Sons of Battery. Wir haben natürlich die Crews gesehen, die da rumgerannt sind, um Gottes Willen. Aber sonst den Patrick, den hätte ich gerne nochmal gesehen. Nur ist halt einfach so, ne? Also kann man nichts dran ändern. Ja, also wir haben wirklich, wirklich viele Leute getroffen, ja. Und wir hatten wirklich das Glück, auch viele Leute zu treffen. Das hat entweder Termin nicht gepasst oder wir haben sie dann spontan irgendwie getroffen. Also das hat alles sehr, sehr gut funktioniert. Also wir haben quasi unsere selbst gesteckten Ziele im Sinne von, mit den Leuten wollten wir reden und da wollten wir hin, die wollten wir besuchen und sowas haben wir alles geschafft. Das war sehr, sehr, sehr cool. Ja, also, ja. Das war wirklich eine prima Geschichte. Also für uns auch sehr erfolgreich. Und den Erfolg, den werdet ihr natürlich dann auch jetzt demnächst hören. Ne? Im Sinne von, dass wir spannende Gäste wieder bei uns dabei haben. Und ja, ich würde sagen, damit haben wir die Stunde jetzt quasi mehr oder minder voll. Ja. Und
Ja, wir verabschieden uns jetzt erstmal wieder für 3 Tage. Unser nächstes Event steht jetzt an. Ein Roadtrip. Und auch da werdet ihr wieder selbstverständlich erfahren, was wir da gemacht haben, mit wem wir gesprochen haben, weil auch dort wird wieder viel produziert und wir sind schon sehr gespannt, wie sich das alles, wie sich die nächsten 3 Tage, wie sich die entwickeln werden. Insofern, stay tuned. Einen schönen Tag und geht Fahrradfahren. Genau, geht Fahrradfahren. Tschüss. Tschüss.